Hallo, nein. Ich will gehen. Was soll das mit? Es ist keine Hilfe aufgetaucht. Was ist für ein Quatsch? So, hallo und herzlich willkommen bei Pokémon Mond auf dem PC. Der David hier schon wieder und ich möchte mit euch mal wieder ein bisschen zocken. Ja, natürlich auf dem PC. Deswegen auch die Maus. Hallo. Lilly muss irgendwo auf Route 3 sein. Das finde ich so gut, dass man von Anfang an mitbekommt, dass es was man zu tun hat. Das finde ich klasse. So, was ist letztes Mal passiert? Wir haben die geile Prüfung gemacht und haben uns noch eine Aura gefangen. Ein richtig geiles Vieh. Fee-Käfer ist eine so coole Kombination. Joa, gehen wir mal auf Route 3 und schauen dran. Hm? Und schauen dann, weil ich habe ehrlich gesagt noch keinen Dunst, was jetzt passieren wird. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man so einen Schatten berührt, dass dann... Ich habe jetzt schon Durst, ne? Klasse. Dass dann so ein wildes Habitat kommt. Das ist natürlich dann sehr problematisch. Aber was soll man machen? So, wir flüchten. Und dann geht's weiter. Und schon ist der Schatten weg. Als wäre... sehr gut. Als wäre das Pokémon einfach verschwunden, weil ich geflüchtet bin. Also eigentlich wäre es ja andersrum. Aber selbst dann müsste der Schatten eigentlich noch da sein. Und naja, ist alles nicht so cool gemacht. Egal. Unlogische Dinge in Pokémon ist Lanificates Ding und nicht meins. Von daher lasse ich das jetzt dabei. Lasse ich es gut sein, sagt man, ne? Ich lasse es gut sein. Mele Mele Blumenmeer. Da ist er. Ja, was soll ich großartig noch sagen? Ich habe jetzt immer noch den alten Emulator. Den von den ersten 2000. Den 1.12.2016. So. Alles klar, ich muss das Ding suchen. Und werde auch nicht den neuen installieren, weil der neue, der, ich habe es schon probiert, das funktioniert irgendwie nicht so schnell. Es ist, hier sind die Zwischensequenzen schneller, generell das Battle ist schneller. Kann ich nicht irgendwie einen anderen Weg nehmen? Ich will da nicht durch das Blumenfeld. Ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Gut, dann Rainer. Was ist das? Da leuchtet irgendwas. Leuchten ist immer irgendwas Gutes. Was bin ich hier? Ein Choreoge. Also was wie ein... Also Choreografie-mäßig. Das sieht komisch aus. Ich mache mal einen Biss und guck, wie viel es aushält. Und wenn es gut viel aushält... Rechte Hand. Dann Unterstützer-Pokémon. Ich schnapp's mir. Gucken wir mal. Volltreffer wird ja jetzt wohl nicht durch Biss kommen, oder? Komm. Yeah. Und dann probieren wir gleich mal einen Pokéball zu werfen. Ich vergaß. Man kann ja Y drücken und nochmal Y drücken und dann fängt man gleich das Pokémon hoffentlich. Wohlgemerkt. Das ist das allererste Mal, dass ein Pokémon ausgebrochen ist, nachdem ich es fangen wollte. Habe ich irgendwas zu... Huch. Was ist gerade passiert? Also er wollte Hilfe rufen und kam nicht. Ich habe echt wenig Pokéball, ich muss aufstocken. Verdammt. Come on, bleib drin. Hallo. Hat sich befreit, Schnabel. Ruft um Hilfe, was ist das denn für ein Quatsch? Habe ich irgendein Pokémon, was irgendeine... Stachelspore. Aber es ist Käfer. Oh Gott, Aura, bitte kein Schnabel. Bitte kein Schnabel. Ja, Pfund. Ey, der hat gut viel Defense, würde ich sagen. So, Stachelspore. Rechte Hand, für wen denn? Hat keine Wirkung. Ist das normal, dass es keine Wirkung hat, oder? Seine Fähigkeit hätte es ja, es würde ja angezeigt worden, hätte es, wäre seine Fähigkeit gewesen. Es hat keine Wirkung. Oh, come on. Ist keine Hilfe aufgetaucht. Was ist das für ein Blödsinn? Ich werde nochmal einen Ball probieren, aber danach lasse ich ihn gehen, weil wenn noch irgendwas Krasseres kommt und ich keine Bälle mehr habe, wäre echt blöd. Finde ich persönlich. Ah,
war das knapp. Okay. Dann habe ich keine Wahl, dann muss ich fliegen, weil... Ach ja, stimmt. Na super. Hallo, nein. Ich will gehen. Was soll das mit? Es ist keine Hilfe aufgetaucht. Was ist das für ein Quatsch? So, schaffst du jetzt, ja? Sehr gut. Alter Verwalter. Okay, ich gehe jetzt mal da ran. Gelber Nektar. Mhm. Dann gehe ich hier mal so rum. Zack. Dann gehe ich hier so rein. Flupp. Ah, dieses Mistvieh schon wieder. Okay. Also scheint wirklich nichts anderes zu kommen, das ist gut. Ja, da ist er auch schon. Na, das war ja easy peasy, ne? Piu. Ich hoffe, durch die Cutscene sehe ich jetzt, was noch so abgeht. Also man kann ja mal ein bisschen schauen, weil meistens wird durch die Cutscenes auch so ein bisschen gezeigt, was noch in der Nähe ist. Zum Beispiel Items oder irgendwelche TMs oder warte. Das habe ich gar nicht vorgelesen. Ist gar nicht mehr so mein Ding. Ich mache sowas gar nicht mehr. Ja? Ich habe da einmal etwas Interessantes im Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Coriogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Form wechseln. Ich habe tatsächlich noch kein Pokémon gehabt, was sowas kann, aber ich glaube schon seit der 5. Generation gibt's sowas. Oh Mann, ey, was bin ich für ein Pokémon-Freak. Übelst. Also ich habe jetzt nichts gesehen in der Cutscene. Also ich gehe da irgendwann nochmal rein, wenn ihr nicht dabei seid und guck mir alles nochmal in Ruhe an. Yay! Tali will mal wieder kämpfen. Ist das ein Zufall, ne? Ein Pikachu. Hat er letztes Mal schon Pikachu gehabt? Schon wieder so lange her, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Okay, dann probieren wir es mal direkt mit einem Mogelhieb. Zack! Oh, ja, das war krass. Okay, dann wird der bisschen wahrscheinlich umhauen. Weil der Mogelhieb war noch nicht mal Step. Der Biss schon. Oh, verdammt. Pika! Ich find's geil, dass Pikachu das einzige Pokémon ist, was seine Töne nennt. Seine... So, Biss. Let's go. Hallo! Na, was sein Anime-Ruf schreit. Die anderen haben ja wirklich nur die Statik schon wieder. Mal gucken, ob Statik auch bei Z-Angriffen funktioniert. Also ich weiß, dass jetzt ein Starter kommt und werde da nochmal einen Z-Angriff raushauen. So, der EP-Teiler verteilt und nichts passiert. Robball. So, ich will jetzt den Z-Angriff probieren. Ach ne, da muss man Kampf, genau, dann Z-Kraft. Kann ich irgendwie prüfen, wie stark das ist? Konnte ich jetzt nicht prüfen, aber vielleicht geht das ja irgendwie anders. Säuselstimme. Moment, Fee ist doch gut gegen Unich, oder? Okay. Und ist natürlich paralysiert. Probier's noch einmal, Mauzi. Ich bin mir sicher. Nein, das habe ich Mogelhieb gemacht. Oh Gott. Das dauert länger, als ich will. Okay, komm. Wir probieren es jetzt nochmal. Z-Kraft. Mit Mogelhieb. Z-Kraftschub. Das heißt, es ist dann noch stärker, oder was? Und gibt einem noch mehr. Oh, come on. Jawoll, geht doch. Oh, ich weiß nicht, was zu trinken gebrauchen, ne? Das ist eigentlich schon alles rausgeschlürft. Hüllt sich in Z-Kraft. Nimmt all seine Kraft zusammen und macht den Hypersprintangriff. Zack. Geil, der rennt, ohne die Füße zu bewegen. Mein Mauzi. Das ist geil. Das war Volltreffer. Oh, Boys. Feint. Feint Feind. Ich habe ihn eigentlich Feind genannt, aber Feint. Wäre eigentlich ganz cool gewesen. Soll so stimmen. Wahrscheinlich noch zwei Level dann entwickelt.
Rasierblatt. Probieren wir es mal, ne? Zack. Ja, hätte ich gleich machen sollen. Hätte ich gleich machen sollen. So, wenn es gleich irgendwie auf einen Trainer zugeht, dann werde ich gleich nochmal die Paralyse heilen. Käfertrotz, cool. Aber ich renne erstmal. Level 17 Entwicklung? Ist das normal? Naja, vielleicht habe ich nur irgendwie einen Grad der Zufriedenheit erreicht. Das muss ja noch nicht mal heißen, ich spiele ja blind, ne? Keine Ahnung. Arboretos. 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 Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Cool, ey. Sieht geil aus. Entwickelt hat. Messerscharfe Flügelklingen. Faint ist trotzdem ein geiler. also Tali ist bestimmt wieder totunglücklich. Oh, schon wieder die gelben Streifen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen aufregt. Ansonsten, die Szenen sind gar nicht mehr so langsam. Also die erste Folge, die zweite Folge, das war weitaus langsamer, als es jetzt der Fall ist. Also wir sind jetzt in der siebten Folge und das ist schon echt schnell im Vergleich. Es hat sich eine Menge getan. Schon allein dadurch, dass jetzt neue Emulatoren dazu kamen. So, ich soll mich also in Windeseile auf Route 3 begeben. Gut, dann mache ich das. Ich habe schon wieder nicht gelesen, ne? Ich muss das lassen irgendwie. Ich werde erstmal mit meinem Kollegen nach vorne gehen. Mit Faint. Ach ja, man wechselt ja mit dem Knopf. So, okay. Okay. Ein Trainer. Den schnappe ich mir ein andermal. Ich habe jetzt da echt keinen Bock drauf. Aber den nicht mit. Super Trainer ist der. Ja. Und dann nicht weiter. Weil ich bin sowieso schon viel zu stark. Also. Hätte ich bloß gelesen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Moment mal. Das kenne ich doch. Auf der Karte unten. Das kenne ich. Hier war ich schon mal. Route 1, ja. Ist ja witzig. Das heißt, wir sind schon wieder am Anfang da. Ja, die Insel ist ja auch nicht groß. Die Insel ist auch nicht groß. Das ist eine Kacke. Gehe ich zu Mutti und lass mich heilen. Ah, ich denke mal schon, ne? Ich kann ja auch mal Hallo sagen. Ist ja nicht verkehrt. Hätte ich es bloß mal gelesen, was ich jetzt tun sollen. Muss ich nicht einfach mit meiner Maus auf ihm hier... Nee. Genau, das ist die Insel, ja? Also da ist ja gar nichts. Das ist ja voll winzig. Ich hoffe, die anderen Inseln sind größer. Ich habe da ehrlich gesagt... Endlich können wir gegen Hala antreten. Ich wette, wir finden ihn in Lili. Okay. Bedeutet höchstwahrscheinlich, dass ich jetzt schon gegen den Inselkönig antreten muss. Ich hoffe wirklich, dass die anderen Inseln größer sind. Und dass es mehr zu erleben gibt, weil... Hallo Mama, ich bin mal wieder zu Hause. Heilst du mich bitte? Das ist das erste Mal, dass meine Mutter mich nicht heilen will. In jedem Spiel heilt einen die Mutter. Wieso nicht in diesem? Okay, ich bin traurig. Ich bin traurig und wahnsinnig frustriert. Aber das ist nicht schlimm. Weil ich schaffe das trotzdem. Ich bin ein guter Spieler. Hoffe ich. Also, mal gucken, was Hala so drauf hat. Also, wenn der auch mit irgendwelchen Z-Kräften kommt. Wobei, also, wenn man eine 40er Angriff nimmt. 40er Angriff, was mit Mogelhieb war das, ne? Mogelhieb, Z-Kraft, nicht Stab. War auch nicht so stark. Das war ein Volltreffer und ich habe damit kaum Schaden gemacht bei dem komischen Vogelvieh. Also, selbst wenn er mit einer Z-Kraft kommt, glaube ich nicht, dass das jetzt so wahnsinnig drückt. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr nun mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Das war komisch, die Grammatik. Ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass es eine großartige Leistung war. Piu. Sie macht immer so, wenn die Tasche wackelt. Piu. Hala, der Inselkönig von Melemele, ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die bekommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Pokémon an. Da steht er. Habe ich schon mal gespannt, wa? Wie er mir den Rücken zudreht, als wäre der krasseste und wartet so.
wie in Matrix, ja. Ich bin bereit. Neo, let's do it. Kampf. Money und Feind. Meine Pokémon sind geheilt. Wann ist das passiert? Ich habe wieder nicht gelesen, ne? Ich lese jetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Nostos. Du und dein Arboretos. Seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Auf jeden Fall. Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Das kam echt verzögert gerade. Natürlich, vor allen anderen. Ja. Ist das jetzt wie so ein Fest? Wie damals? Na klar, wenn er mit den Füßen auf den Boden einschlägt, gibt's Erdbeben. Ich möchte mich dir erneut vorstellen, Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Nun gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Mele Mele, der Kampf gegen den Inselkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also Nostos, zeig mir die ganze Kraft, die in deinem Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kaporigi zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird dir zeigen, was in einem richtigen Inselkönig steckt. Möge die große Prüfung beginnen. Coole Ansprache. Gut. Inselkönig Hala folgt sich raus. Und es ist ein Mankey ein. Mit einem Hyperball gefangen. Gut, das krieg ich hin, denke ich mal. Also Kampf gegen Pflanze und Flug. Flug? Ist das ein Flugelement? Scheiße. Wird schon klappen. Schnabel. Energiefokus, das ist okay. Schnabel. Boom. Zack. Oh, das andere Mankey. Da komme ich jetzt schon da bin. Wahrscheinlich nicht. Schnabel. Bitte? Geht da nicht der Energiefokus jetzt flöten? Noch nie Energiefokus richtig verstanden. Also in der ersten Gen war das ja sowieso so, dass das war ein Fehler oder sowas. Aha. Das war ein Fehler. Und zwar wurde die Trefferquote oder die Rate, wie man einen Volltreffer macht, sogar halbiert. Irgendwie beides sogar vielleicht. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall echt nicht cool. Also Energiefokus war die schlimmste Attacke, die man haben kann. Makuhita. Ja. Lass drin. Dann. Widerstand. Widerstand. Widerschnabel. Mogelhieb. Verdammt. Ja, mein Feind ist so geil. Ja, nochmal die krasseste Defense. Flinkklaue. Wo? Ich bin wahrscheinlich sowieso schneller, oder? Makuhita ist ja nicht wahnsinnig schnell. Okay. Armstoß. Gegen Pflanze und Flug. Also. Oh Gott, das ist lame. Das ist richtig lame gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es Inselkönig Theme ist oder sowas. Das ging ja bei Kollega, auch bei Kollega Tali. Da ging es ja auch gerade um einige schneller. Krabox. Das ist trotzdem Kampf. Dadurch, dass ich einen Krabox habe, weiß ich ja, wie ich damit umzugehen habe. Ich hab ein blaues Auge. Sehe ich nie, weil mein Krabox hat immer die Krallen vorne. Krallen. Oh, das ist eine gute Defense. Da brauche ich ein bisschen länger. Der weiß, dass Kampf nicht wirklich effektiv ist, deswegen macht er jetzt irgendwelche anderen unsinnigen Attacken. Ich bleib dabei. Der Schnabel, der zieht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irgendwie üben soll. Fulminante Faustschläge. Fulminant. Das hast du schon mal gesagt, oder? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Das müsste ich nochmal nachschlagen. Habe ich letztes Mal auch gesagt, glaube ich. Ja, das war eine krasse Attacke, voll Dragon Ball und so, aber war halt trotzdem nicht effektiv. Also, und das ist das letzte Mal, dass er eine Z-Kraft einsetzen kann. Für den Fall wird er mir jetzt nicht mehr so viel Schaden zufügen. Wenn er aber noch einen Supertrank hat, dann könnte es knapp werden. Ja, einer und dann reicht's. Wir hätten drei Pokémon. Mhm.
Ja, das war's. Also wenn das jetzt kein Volltreffer wird, dann hat mein Feind alle besiegt. Ja, das war gut. Das war gut. Das war gut. Mein Feind ist da immer. Okay, ich werde jetzt erstmal nichts reinigen, weil ich will weiterkommen. Das nervt mich schon teilweise. Ich mache das einfach in einer freien Minute, wenn ich für mich spiele. Zum Beispiel die Insel noch ein bisschen erkunde oder so. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen oder so. So, er lacht. Hohohoho, erster Weihnachtsmann. Pünktlich zur Weihnachtszeit. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon, ihr habt wirklich Talent. Riki. Also wahrscheinlich Kaporiki. Der ist auch total zufrieden. Oho, es scheint, als hätte Kaporiki unseren Kampf auch gefallen. Ich vermute, Kaporiki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Ich möchte dir diesen Z-Kristall überreichen, damit kann ein Trainer seine Kräfte auf sein Pokémon übertragen. Gut. Also schon mein zweiter Stein. Also sammelt man keine Orden in diesem Spiel, sondern Steine. Aha. Große Prüfung bestanden. Gut. Gut. Das sagt mir, ich bin ein guter Spieler. Korrekt? Du hältst den Z-Kristall Battalium. Battalium für Battle, für Kampf. Wenn du die Z-Kraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Ah, stimmt, es gibt wahrscheinlich für alles verschiedene Tänze, ne? Aha. Gott, ist der fett. Damit wären deine Prüfungen auf Mele Mele, der ersten Insel von Alola, abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis Level 35, auch die, die du per Tausch erhalten hast. Ja, mit Internet habe ich es hier schon ein bisschen probiert, es sieht schlecht aus. Also wahrscheinlich kann ich weder tauschen noch sonst was. Selbst hinter der hellsten Sonnenstrahl ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Wahre Worte. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denk immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen und nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kaporiki treffen. Nicht schlecht. Hört sich toll an. Tau. Tauros. Nur die Ruhe, Tauros. Blink. Da kommt eine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen, wann immer du willst. Warum, fragst du? Na, weil Tauros einfach auch mal auf Inselwanderschaft gehen will. Er will Inselwanderschaftschamp werden, genau wie ich. Hier noch, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Na, endlich. Ich habe mich schon gewundert. Ja, in der Demo konnte man das Vieh so schnell reiten und man hatte jetzt überhaupt keine Möglichkeit dazu. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Let's do it. Ja, komm schon. Blink, habe ich plötzlich einen Helm auf und Schoner. Wie es dich gehört. Und Tali freut sich, wie immer, das kleine hyperaktive Kind. Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich anders aus, oder? Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Aloas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns in Rostos. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Ja, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich habe die Demo gespielt. Tauros Rambok, ganz cool, dann kann man Steine zertrümmern. Ja, das geht heutzutage nicht mehr mit der VM-Zertrümmerer, sondern ich brauche Tauros. Naja, mal gucken, ob es mit den anderen VMs auch so ist, also mit Fliegen und Zerschneider und wie sie nicht alle heißen. Herzlichen Glückwunsch zu Nostosch. Verbessert momentan hilfreich dein Reisen. Beeindruckend, ohne Z-Kraft gewinnen konntest. Ach so, hätte ich jetzt die Z-Kraft eingesetzt, hätte sie gesagt, super, dass du meine Z-Kraft genutzt hast oder so. Ist ja auch spannend, wie stark Tauros ist. Also man beeinflusst das Spielgestehen auch durch das, was man macht. Geil, Totschlag. Ja. Perfekt zum Pokémon fangen. Ja. Ja. Hat er auch gerade gesagt. Ich sollte bei meiner Mutter vorbeischauen. Ja klar, wenn ich die Insel verlasse, sollte ich vielleicht wirklich mal vorbeischauen, weil dann sehe ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wieso soll ich bei ihr vorbeischauen? Sie will ja noch nicht mal mehr meine Pokémon heilen. Darf ich dich um etwas bitten? Klar. Ich möchte Wörchen in seine Heimat zurückbringen. Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrechnen. Deshalb benötige ich seine Hilfe noch.
Sie will uns damit sagen, sie möchte auch Inselwanderschaftschamp werden. Wie alle auf diesem Planeten wahrscheinlich. Gut, dann haben wir sie jetzt in uns sozusagen. Und dann gehen wir zu unserer Mutter, verabschieden uns und machen die große Reise. Kann ich jetzt Kapuriki bekämpfen? Das wäre interessant zu wissen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Nee, mache ich nicht. Ich werde jetzt einfach nur hier runtergehen. Ey, ist es wirklich so weit gewesen zu meiner Mutter? Nee, es dauert einfach nur dementsprechend lange. Ist auch eine große Map, vielleicht deswegen. Okay, dann bin ich jetzt gleich bei meiner Mutti. Werde mich heilen gehen. Dann reicht's. Dann reicht's auch schon für heute. Weil die 27-Minuten-Marke ist erreicht. Gleich sind es 28. Da-dum. Und dann, herzlichen Glückwunsch, ist auch die Folge schon vorbei. Nee, ich möchte einfach nur eine halbe Stunde filmen, weil sonst ist die Aufmerksamkeitsspanne von euch irgendwann vorbei. Und das will ich ja nicht. Das war's schon, oder was? Ach so, alles klar. Ich habe vorhin um mich rum, deswegen wird irgendwie langweilig. Gut. Etwas Nostalgisches. Ich werde wieder auf diesem Balkon speichern, wie die ersten paar Folgen. Und ja, hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Like, ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, bei Pokémon Mond auf dem PC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.